Ich meine, sehr vorsichtig, es gibt schon eine Bauchstudie vom Herrn Architekten Nussmüller und so weiter. Ich zeige Ihnen jetzt den jetzigen Flächenwidmungsplan. Das ist der Flächenwidmungsplan 4.0. Wir haben jetzt bearbeitet den Flächenwidmungsplan 5.0. Es wird natürlich das Rad mit dem fünften Flächenwidmungsplan nicht neu erfunden, sondern es baut auf der bestehenden Planung und auf der bisherigen Entwicklung auf, was in Zukunft passieren wird. Es gibt allerdings im Vergleich zur letzten Überarbeitung des Flächenwidmungsplanes einiges an Neuerungen. Zunächst ist das Steiermärkische Raumordnungsgesetz komplett neu erlassen worden von der Steiermärkischen Landesregierung. Es sind jetzt 10-jährige Planungszeiträume vorgesehen auf Gemeindeebene anstatt bisher 5. Dadurch muss man auch länger vorausplanen, andere Flächen vorsehen. Und gerade in einer Gemeinde wie die Boch, wo eine irrsinnige Dynamik da ist, sind diese 10 Jahre schon sehr lange. Da passiert schon sehr viel und man kommt mit der Raumplanung schwer nach. Das sieht man auch an diesen Punkten, die der Herr Bürgermeister erwähnt hat, die wir ausgekoppelt haben von dieser Revision mit dem Industriegebiet West und so weiter und so fort. Es ist da aufgelistet die wesentlichen Parameter, die wir berücksichtigen müssen. Zum Beispiel das regionale Entwicklungsprogramm für den steirischen Zentralraum. Da gibt es fixe Vorgaben für die Gemeinden, die müssen wir einhalten. Das Entwicklungsprogramm für Versorgungsinfrastruktur regelt, welche Gemeinden Einkaufszentren machen dürfen und wie groß die sein dürfen. Das Entwicklungsprogramm zur hochwassersicheren Entwicklung der Siedlungsräume schreibt vor, was eben zum Schutz der Gewässer und zur Bewahrung der Überflutungsräume beachtet werden muss. Dieses regionale Entwicklungsprogramm, Entschuldigung, gibt unter anderem Teilräume vor, das ist der Plan dieser Teilräume, und zu diesen einzelnen Teilräumen gibt es Ziele und Maßnahmen, die die Gemeinde der örtlichen Raumplanung dann umsetzen muss. Das Rote sind Siedlungs- und Industrielandschaften, das Braune sind Ackerbau geprägte Talböden, das Grüne ist Auwald und das Gelbe ist außeralpines Hügelland. Und neben den Teilräumen gibt es auf regionaler Ebene Vorrangzonen, die die Gemeinde beachten muss und berücksichtigen muss. Und in die Boch sind da etliche vorhanden. Und zwar ist das violett schraffierte ist eine Vorrangzone für Industrie und Gewerbe, die die Gemeinde, das ist auch textlich festgelegt, auf diesen gesamten Raum ausdehnen darf. Und das ist mittlerweile schon passiert. Ansonsten sind diese ockerfarbenen Flächen landwirtschaftliche Vorrangzonen, die bedeuten, dass in diesem Raum die Gemeinde kein Bauland festlegen darf. Das betrifft zum Beispiel den Raum Anstatt und Scharendorf, den nördlichen Bereich in Nebach und Dusenbachtal. Die roten Zonen sind Hauptlinien des öffentlichen Personennahverkehrs, sprich das sind die S-Bahnen. Die Boch hat ja 2 S-Bahnen, die Wieserbahn und die Graz-Köflacher Bahn. Und mit der B76 und mit der B70 weitere Hauptlinien des Personennahverkehrs und damit eben eine sehr gute Ausstattung im öffentlichen Verkehr, der natürlich noch auch eine entsprechende Siedlungsentwicklung erfordert oder erlaubt. Das Stichwort, das momentan aktuell ist, ist die Energieraumplanung. Die Energieraumplanung beschäftigt sich nicht mit der Sanierung von Häusern oder so oder mit der technischen Ausrüstung von Häusern, sondern mit raumplanerischen Maßnahmen, mit denen versucht werden soll, dass man wenig Energie braucht. Das ist eine maßvolle Verdichtung und unter anderem eben die Orientierung von Siedlungsentwicklung mit maßvoller Verdichtung entlang von diesen Linien des öffentlichen Personenverkehrs. Die brauchen da sehr gute Voraussetzungen. Diese Voraussetzungen haben gleichzeitig den Nachteil, dass sie mit einer gehörigen Lärmbelästigung einhergehen. Sprich, fast der gesamte Siedlungsraum ist lärmbelastet. Alles, was gelb ist, ist jetzt ein bisschen verdreht gegenüber dem anderen Plan, weil nicht,
sind Flächen, und das sind die Hauptsiedlungsräume, wo man Maßnahmen ergreifen muss zum Lärmschutz. Das ist in ganz Graz so, das ist in vielen Siedlungsräumen so, weil eben dadurch, dass Verkehr verbunden ist mit dichteren Siedlungsräumen, gleichzeitig Lärm entsteht. Das ist aber in den Griff zu kriegen. Wenn das Ziel ist, wie der Herr Bürgermeister vorher erwähnt hat, zum Beispiel im Zentrum eben diese maßvolle Verdichtung zu erreichen und zu erreichen, dass diese Siedlungsentwicklung verknüpft wird mit einer Mobilität, die eben auf den öffentlichen Verkehr, auf den Fußgängerverkehr, auf den Radverkehr zielt, dann wird diese Vereinbarkeit mit Lärm noch besser gelingen, weil man selbst keinen zusätzlichen Lärm erzeugen wird. Man muss da allerdings gleichzeitig, also dieser Raum ist, obwohl er zentrumsnah ist, ein Bereich, der eine Klimavorbehaltsfläche ist. Das ist für das Klima in diesem Raum von Bedeutung. Das heißt, man muss dort auch mit der Verdichtung vorsichtig umgehen. Es müssen Teile frei bleiben, um eben die Kaltluftproduktion und so weiter zu garantieren. Es müssen viele Flächen unversiegelt bleiben. Und das bereitet die Gemeinde auch genauso vor, wie Sie dann gerne sehen werden, weil wir eben die Siedlungsentwicklung kombinieren wollen mit Grünstreifen und entlang von Liebhochbach etc. etc. Die Renaturierung des Liebhochbaches spielt da genauso hinein. Andere Parameter, die relativ neu in der Raumplanung eine große Rolle spielen, sind die Tierhaltungsbetriebe, weil es mit dem Raumordnungsgesetz 2010 erstmals fixe Regelungen gibt, wie mit Tierhaltungsbetrieben umzugehen ist. Das gilt natürlich grundsätzlich und hauptsächlich für Massentierhaltungsbetriebe, aber mit diesen Regelungen sind auch kleinere Stallanlagen, die in Liebhoch zum Teil sogar im Rhein- und Wohngebiet liegen, auch abgedeckt und die müssen mit berücksichtigt werden. Ich will jetzt gerade mit der Ehe reingehen, hineinzoomen. Die Gemeinde hat, Moment, das ist auf der falschen Plan, die Gemeinde hat dafür ein darauf spezialisiertes Büro beauftragt mit dieser Berechnung. Das sind eben die großen Landwirtschaften, das ist ein Vorteil von Liebhoch, dass die großen Landwirtschaften nicht mit den Hauptsiedlungsräumen kollidieren, sondern im Bereich Mühlau, der Kreinach und so weiter liegen und zum Teil in Schadendorf. Und das muss noch berücksichtigt werden. Also innerhalb von diesen schraffierten Kreisen ist es nicht möglich, ein Wohngebiet zum Beispiel zu erweitern. Der vorige Plan, der zeigt nur noch einmal die Lärmsituation jetzt überlagert mit den Siedlungsräumen, wie sie eben im Flächennutzungsplan im jetzigen vorhanden sind. Da sieht man dann, dass eben diese Einladung, den Sportplatzbereich für die Siedlungsentwicklung zu nutzen, auch vom Lärm her sehr günstig ist, weil nämlich nicht nur direkt die Nähe zum unmittelbaren Zentrum von Liebhoch da ist, sondern auch das ein Bereich ist, der lärmfrei ist. Dieser Plan zeigt das bisherige Hochwasser. Das war ein großes Thema. Wir haben das, glaube ich, seit 2012, seit diese Studien am Tisch waren, verfolgt. Bis jetzt war ganz Liebhoch oder ein großer Teil des Ortskernes bedroht vom Hochwasser. Also wenn dieses Hochwasserereignis tatsächlich eingetreten wäre in diesen Jahren, wären unglaublich viele Häuser überschwemmt gewesen. Es wäre ein Riesenschaden entstanden. Im nächsten Plan sieht man, mit diesem Rückhaltebecken Liebhochbach-Lusenbach ist dieser gesamte Bereich jetzt geschützt. Und mit der Kainach-Verbreiterung und den Hochwasserschutzmaßnahmen der Kainach ist der gesamte Bereich vom Industriegebiet West, das ist dieser Raum, und vom Industriegebiet Süd großteils hochwasserfrei. Das heißt, die Gemeinde hat da ein sehr großes Entwicklungspotenzial im Gewerbebereich, der eben den Vorteil hat, dass er sehr gut von außen erschlossen ist, nötigenfalls also beim Eisenbahnanschluss da, und gleichzeitig eben die Möglichkeit besteht, wie der Herr Bürgermeister schon erwähnt hat, dass man einen direkten Anschluss an den ÖV über den Bahnhof hat und eine sehr kurze Verbindung in den Ort
für Fußgänger und Radfahrer. Also man hat da eigentlich recht gute Voraussetzungen, diese Siedlungsentwicklung auch im Gewerbebereich ordentlich zu forcieren. Es gibt für diese Revision, die die Gemeinde regelmäßig machen muss, ein fix vorgegebenes Verfahren, einen fix vorgegebenen Verfahrensablauf, den ich jetzt zum Schluss Ihnen noch kurz erklären will. Der Gemeinderat hat die Auflage vom Entwurf bereits beschlossen. Es soll am 10. Dezember die Auflage beginnen. Der Entwurf vom Flächenwidmungsplan und vom örtlichen Entwicklungskonzept, also von diesen beiden Instrumenten der örtlichen Raumplanung, beginnt am 10.12. und wird dann 8 Wochen aufgelegt sein. Und innerhalb von diesen 8 Wochen kann jedermann, also auch jemand, der nicht aus dem Bruch ist, gegen die Planung einen Einwand erheben. Eine Bedingung ist, dass dieser Einwand begründet sein muss. Also es gereicht nicht, wenn Sie nicht einverstanden sind, dass Sie sagen, mir taugt die Planung nicht, ich bin dagegen. Sie müssen eine Begründung sagen. Sie müssen sagen, betroffen, keine Ahnung, was auch immer als Begründung zu finden ist, wieso die Planung nicht richtig ist. Aber es ist ein wesentliches Element dieses Prozesses, dass es eben die Möglichkeit der Einwendung gibt und der Gemeinderat muss das dann am Schluss noch Möglichkeit berücksichtigen. Die Bürgerversammlung, die angesprochene am 15. Jänner, ist auch ein fixer Vorgabepunkt im Rahmen des Gesetzes, den die Gemeinde erfüllen muss, dass eben das örtliche Entwicklungskonzept und die strategische Umweltprüfung, die immer fixer Bestandteil der örtlichen Raumplanung ist, dass das eben in einer Bürgerversammlung vorgestellt wird. Es wird dann die Möglichkeit geben, dass man darüber diskutiert, sei es im Saal oder im Anschluss inoffiziell, und die Gemeinde hat vor, 2 zusätzliche Planertage vorzubereiten, wo man eben Einzelgespräche anbieten an alle Interessierten. Das wird dann von der Gemeinde bekannt gegeben werden, es wird das notwendig sein, dass man das einteilt. Das heißt, man muss sich da anmelden. Und es soll am 8.1. sein, also eine Woche. Die vorbereiteten Termine sind 8.1., also eine Woche vor der Bürgerversammlung, und 22.1., also eine Woche nach der Bürgerversammlung. Weiter haben wir beschlossen, werden wir jetzt nicht, um das Agenda offen zu lassen, und auch, weil es keinen Sinn macht, wenn man das jetzt nur vorstellen, ohne dass es die Möglichkeit gibt, in den Plan Einsicht zu nehmen, dass dieser Vorausblick momentan der Schlusspunkt ist. Vielen lieben Dank, Franz, für deine auch nächtelange Arbeit. Und damit man nur damit man einen Einblick kriegt, wie zum Beispiel diese Sachen abzuhandeln sind und wie viel Arbeit da dahinter steckt, etwa für den Bauausschuss, wo die längste Sitzung, die man kommt, um 7 Stunden war am Stück. Natürlich nachdem alle Gemeinderäte, alle, die da drin sind, bei der Arbeit waren, sondern auch der Franz Raderschitz, der dann am Montag am Abend um 20 Uhr, damit es sich für uns ausgeht, zu einer noch 4,5-stündigen Bauausschusssitzung vor 2 oder 3 Wochen kommt und uns sagt, er ist ein bisschen müde, weil ich habe es ihm angesehen, weil er nämlich aus Grund des Zeitdrucks seit Sonntag 7 Uhr bis Montag 20 Uhr am Abend schon durchgearbeitet hat. Ich habe gesagt, eigentlich ist es fast fahrlässig, dass du da mit dem Auto noch gefahren bist. Gut. Und jetzt möchte ich mich aber trotzdem noch ein paar Sachen, die mir jetzt noch eingefallen sind, erwähnen, was wir berücksichtigt haben in diesem Flächenwidmungsplan. Das ist noch dazu zu sagen, dass der Zyklus, wie es der Franz erwähnt hat, von 5 auf 10 Jahre erhöht worden ist. Trotzdem wird in der Revision als Ausblick vielleicht gleich als Hinweis nur das gleiche zusätzliche Bauland mobilisiert werden, wie vor 10 Jahren war. Das heißt in Wirklichkeit die Hälfte. Das heißt, sonst wäre das schon vor 5 Jahren passiert. Das heißt, so sparsam ist Bauausschuss und Gemeinderat mit künftigem Bauland umgegangen. Es war ein K.O.-Kriterium, dass wir keinen Ball angreifen. Das heißt, es hat etliche Ansuchen, wie gesagt, über 120 Bürgerwünsche gegeben, auch dort Flächen umzuwidmen, das vielleicht da oder dort, ja, kann ich nicht sagen, auch gut dazu gepasst hätte, vor allem aus Sicht desjenigen, der dort Anrainer ist, aber wir greifen keinen Wald an, haben wir gesagt. Und was uns noch ganz wichtig war, und das war der schwierigste Punkt, weil es nämlich juristisch ganz schwer ist, mit dem Land umzusetzen, wir wollen, wir können
können nur auf dem aufbauen, was schon da ist. Wir wollen Zonen schaffen im Ortsgebiet, weil ich habe das bei vielen Bauverhandlungen jetzt erlebt in den letzten 3 Jahren. Wir wollen Gebiete erhalten, es ist nur wie gesagt ganz, ganz schwer, wo Einfamilienhäuser sind und dort, wo Mehrfamilienhäuser sind, die Mehrfamilienhäuser sind. Und das, was weiter weg ist, dort kann ich nicht ein Mehrfamilienhaus zwischen oder Einfamilienhäuser. Das sind so Dinge, die möchten wir und wir haben uns wirklich alle sehr bemüht. Und es hat ganz viele tolle Ideen gegeben und ich möchte jetzt wirklich noch ein ganz großes Danke sagen. Wir haben in dem Bauausschuss 2 Bauausschussobmänner von der FPÖ verbraucht, die super mitgearbeitet haben, in Andi Moser, in Adrian Schachner. Wir haben super Eingaben gehabt von Josef Sundl, der jetzt gekommen ist, ich habe ihn vorher gesehen. Er ist jetzt bei uns, der sehr viele Eingaben gemacht hat, der viele Dinge mitgedacht hat, die, wenn nur einer daran arbeitet oder wenn nur 2 daran arbeiten, die aufgetaucht sind. Es hat sich der Simon eingekauft, es hat sich die Evi eingekauft, die natürlich besonders auf den Umweltschutz geblickt hat. Es ist wirklich, wie es der Simon in der letzten Gemeinderatssitzung gesagt hat, eines der großen Vorhaben, das nur möglich ist, wenn alle an einem Strang ziehen. Es sind